You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Halli, hallöchen und willkommen im weiteren Fall von Hell Architect 2.0. Ja, wir haben hier wunderschöne Aufgabe hier parat. Und wenn ihr das Video gefällt, noch einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, noch ein Abo. Und vergesst nicht, noch Aktivierungsglocke zu klicken. Blau. Mache ein Upgrade in Kristallraffinerie. Also. Das da hier. Gemacht. Sammle blaue Kristalle. Ah, da sind die blauen Kristalle. Gut, dann würde ich mal sagen, runter mit mir. Und zwar hier. Ja, hier. Zwei breit. Das wird natürlich gehen. Und da kommt circa nach einer Minute wieder ein Sünder daher. Gut, die sind ganz schön fleißig. Was haben wir hier? Keine Ressourcen. Wow. Kein Weg. So, jetzt habt ihr den Weg wieder. Gruft. Eiserne Jungfrau. Nein. Fleischfarmkäse Trog. Einfache Toilette, Wasserpresse, Metalleimer. Nein, auch nicht. Backkarton. Ein Bett, auch nicht. Forschungsstein. Nee. Kristallraffinerie, Wand der berühmte Berüchtige, Höllenarbeit Anturia, Limbogon, Gruft, hier ist die Gruft. Da brauche ich Alexei. Wo haben 100 von die Essenz? Ist es Essenz? Ah, habe ich genügend? Gut, dann bauen wir noch hier weg. Ich weiß nicht, wie hoch es ist. Dann machen wir hier 4. Bis zum Käfer. So. Und dann machen wir 5. Wann kommt der nächste Teufel? In 5 Minuten. Gibt's ja nicht. Dich kann man upgraden. Und nochmal. So. Dich auch. So. Voll upgraden. Yo. Was für eine Grill. Feldküche. Kann ich dich auch? Also die sättige Imbissbude habt ihr sicher nicht verdient hier. Aber ich gönne dir das. So. Wow, Mann. Das wird immer wieder mehr. 50.000. Also über 50.000. Nochmal. Über 51.000 haben wir schon mit Trech gesammelt. Und 50.021 haben wir Metall gefarmt. Und hier wird es wahrscheinlich noch mehr. So, bauen. Gruft. Richtig abgeschätzt. Ich baue mir hier.
Und wenn es ein bisschen schöner aussieht, wo haben wir hier Deko, Dekoration, wird auch nicht fehlen. Wow. Das war. Hallo. Ich will dich weg. Okay, diese Aufgabe wurde schnell gemeistert. Und der Frank ist natürlich auch zu mir gekommen. Okay, hör jetzt gut zu. Artefakte können erst ausgegraben werden, wenn du die Gruft gebaut hast. Jetzt, da du die... Ja, es wird der D. Wow. Da du sie hast, befehle meine Sünder, den Bereich mit dem Artefakt zu graben. Sie werden es ausgraben und sofort in die Gruft bringen. Versuch's mal. Versuch ihn mal. Hallo. Na, wo seid ihr? Da seid ihr. Wie kann ich jetzt bitte schön das wegnehmen? Öffne die Charakterkarte der Gruft, um das erhaltene Artefakt zu sehen und zu benutzen. Below the artifact you can choose how many crystals you want to use to harness its power. The more crystals you use, the longer the effect's duration. But also, the bigger the toll on the item's durability. When the meter is depleted, the artifact falls apart and becomes unusable. Unter dem Namen für Artefakt kannst du auswählen, wie viel Kristalle du verwenden willst, um sie Macht zu nutzen. Je mehr Kristalle du verwendest, desto länger halten die Effekte. Allerdings steigt dann auch die Belastung der Haltbarkeit des Objekts, wenn die Anzeige leer ist. Fällt das Artefakt auseinander und wird nutzlos. Ja, wow. Ja, ich probiere es mal aus. So. Wow. Der goldene Skarabäus. Ja, wie soll ich jetzt benutzen, wenn 120 kostet, ich habe nur 40 davon. Ja gut. Das heißt für mich weiterbauen. Abbauen. Das heißt, zunächst brauche ich noch dich. Gut, der kommt nicht mehr hoch. Haben wir hier unten noch. Ja, da kannst du das und das da hier. Natürlich ist das hier viel zu hoch. Dann braucht es hier wieder ein, zwei Leiter. Muss noch dich und dich weg. Und natürlich haben wir da. Hallo. Kann einer von diesen hier den Leiter machen? So, jetzt wird der Appetizer hier weg. Das kann ich, aber das kann ich nicht. Ah, aber so kann ich. Okay. Ah, gut. Jetzt habe ich genug blaue Kristalle gesammelt. Jetzt kann ich es für eine Minute benutzen. Erfüllt dir keine Wünsche, belohnt aber harte Arbeit fair genug? Eigentlich nicht, aber ich benutze es trotzdem. Der Frank ist wieder hier. Yeah. Hey, hör zu. Erinnerst du dich an den Sünder, den wir vor einer Weile geopfert haben? Wie wäre es, wenn wir den zurückholen? Nein. Okay, doch. Oh, we can
certainly do that. You just need a limbo gong and a payment. Fortunately, suffering is an acceptable payment method. Be aware, though, that the prices rise each time you use it. Oh, das können wir sicher tun. Du brauchst nur eine Limbo-Gong und eine Bezahlung. Glücklicherweise ist Leid eine akzeptable Bezahlungsmethode. Seid dir aber bewusst, dass die Preise bei jeder Nutzung steigen. Oh, ja, ich habe wirklich in der Hölle gelandet. Ich bin zu müde zum Lesen. Merke gerade. Konstruiere eine Lambo-Gong und kaufe den Sünder zurück, den du verloren hast. Ha, weitere Aufgabe. 6 Minuten. Okay. Und was habt ihr zu erzählen? Ah, sie wollen ja schlafen. Aber ich kann. Nur das anbieten. So, Harry, kommt wieder zurück. Oh, how about we try one of these special buildings out? The Hellployment Center. Build it, and when you do, we'll see what it does. Oh, wie wäre es, wenn wir eins der Spezialgebäude ausprobieren, die Höllearbeitagentur bauen? Baue sie und wir sehen, was passiert. Have you ever looked at your sinners and imagined how productive they could be? Now if you could only make them focus on certain tasks. Hast du dir je deine Sünder angesehen und dir überlegt, wie produktiv sie sein könnten, wenn du sie bestimmte Aufgaben zuteilen könntest? Achtung, was kommt jetzt? Well, now you can. Open the population window and take a look. Nun, jetzt kannst du das. Öffne das Populationsfenster und schau es dir an. Jede Sünde hat jetzt einen Schalter unter jeden seiner Fähigkeiten. Wenn du ihn benutzt, kannst du deine Sünde dazu bringen, bestimmte Aufgaben zu priorisieren. Sie können sich zum Beispiel auf das Bauen konzentrieren, statt wegzurennen, wenn es dreckig zu graben gibt. It most certainly will make your life easier and increase your productivity. Just remember to use your head. Enable priority for tasks in which a sinner has a high skill level. Es wird dein Leben einfacher machen und deine Produktivität erhöhen, deinen Denke nur daran, deinen Kopf einzusetzen, schalte die Priorität für Sünden mit hohem Fähigkeitslevel ein. Nein, ich mache das Gegenteil. Well, that's it. We're done. Finally. We went through all of the trainings. Nur weil ich das kann. Nun, das war's. Wir sind fertig. Endlich. Wir haben alle Trainings absolviert.
Nein. I've done my best to teach you everything, but let's just say you tried your best too. Anyway, you now have the knowledge to manage your own health. Ich habe meine Bestes gegeben, um dir alles beizubringen, aber lass uns einfach sagen, du hast auch dein Bestes gegeben. Wie auch immer, du hast jetzt das Wissen, deine eigene Hölle zu verwalten. Also der Frank ist wirklich nett für einen Teufel. Wobei, ich habe das der ganze Arbeit gemacht. No, I don't know who your direct supervisor will be, and frankly, I don't care. Nein! Ich weiß nicht, wer deine direkter Vorgesetzte sein wird. Und ganz ehrlich, es kümmert mich auch nicht. Ah, das gefällt mir schon besser. Jetzt gibt er Gas. Du weißt, wo der Ausgang ist. Dann will ich... Okay, ich gehe raus. Hallo. Ja. Du hast den ganzen Tutorial abgeschlossen. Nice. Und weiter geht's natürlich in Spiel die Kampagne. Ich glaube, jetzt hat er natürlich schlechte Laune. Anfänger, du bist immer noch hier? Schätz, ich muss eine neue Aufgabe für dich finden. Ja. Und nicht nur eine. Mehrere. I'm sorry, I don't have time to watch you suffer all day. But I have a meeting. Something big is happening. Tut mir leid, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, dir beim Leiter zuzusehen, sondern ich habe ein Meeting, etwas größer ist im Gange. Ja, aber bitte nicht Weltherrschaft hier. But that doesn't concern a peon like you. Well, don't just sit there slacking. Build something. Start simple and we'll see how you do. Aber das hat nichts mit meinen Tagelöhner wie dir zu tun. Na, sitz da nicht faul rum, baue etwas, beginne einfach und dann sehen wir, wie du dich anstellst. Hello, little worm. Have you seen Frank? Where is that idiot? Frank! Ah, der Frank ist gegangen. Jetzt ist Lilith Co. Hallo, kleiner Wurm. Hast du Frank gesehen? Wo ist dieser Idiot? Frank! Ja, da war gerade hier gewesen. Yes, my dark mistress. Oder ist noch. Ja, mein dunkler Gebieterin. An imp with an engraved invitation. Get your tail to that meeting. Lucifer is waiting. Muss ich eine Imp mit einem gravierenden Einladung schicken? Ah, das völlig ist es ein P zu viel. Imp mit einem Gravierer der Einladung schicken. Beweg dein Schweif zu diesem Meeting, Luftziel verwartet. Ui. Ui, 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 ui. Da ist jemand verärgert. Of course, evil lady. I will leave immediately. Natürlich, böse Dame. Ich werde sofort aufbrechen. Sofort. Auf seinen Fall nicht. I'm off. I can't say when I'll be back, as those meetings with Lucifer go on forever. Oh.
Also gut, ich bin weg. Ich weiß nicht, wann ich wieder da sein werde. Da diese Meeting mit Lucifer ewig dauern. Ja. But while I'm gone, get those lights. It's messing up the sinners and driving me crazy. Aber während ich weg bin, repariert dieser Licht. Es verweht die Sünde und treibt mich in den Wahnsinn. Da würde ich mal sagen, nein, das bleibt ja so. Wenn das dich zum Wahnsinn bringt, das bleibt. Wobei, das nervt bei mir auch. Dann mach ich's. Wenn ich zurückkomme, hast du besser etwas erreicht. Tschüss. Jetzt. Okay. No worries, Master. It happens. Just turn it off and on again. Das ist gut, der Pop. Ich glaub's ja nicht. Keine Sorge, Meister. Das passiert mal. Manche mach es einfach aus und wieder an. I mean, lose the torches and build new ones. Maybe this time not so close to the sinner's beds. Just saying. Ich meine, reiße die Fackel ab und baue neue hin. Vielleicht diesmal nicht so nah an den Betten der Sünde, nur so als Tipp. Ah, das ist mal ein guter Tipp. To make up for it, maybe build them something nice. That should make them feel a little better. If you care about that kind of thing. Bau ihnen vielleicht was Schönes, um es wieder gut zu machen. Das sollte helfen, dass sie sich besser fühlen, falls dir sowas wichtig ist. Baue die alte Fackel ab. Master, I'm afraid the torches aren't the problem. It's gotten even worse. Der Papa ist wieder zurück. Meister, ich fürchte, die Fackel sind nicht das Problem, es sind sogar noch schlimmer geworden. Wow. Okay. The fiery balls of Asmodeus. Look who's back. Mr. Frank. Bei den feurigen Eier des Asmodeus sind sehr, wer wieder da ist, Herr Frank. Ach du, nein, das ist aber schnell gegangen. I sneak out of the meeting to see how it's going, and it's not going at all. Not that I'm surprised. Ich schleiche mich aus dem Meeting, um zu sehen, wie es läuft, und es läuft überhaupt nicht. Nicht, dass ich überrascht wäre. Get to work, slave. With the world above ravaged by pandemic, sinners abound and more are on the way. Lucifer has issued a suffering matters mandate. An die Arbeitssklave. Jetzt bin ich nur sogar Sklave vor diesen. Während die Oberwelt von einer Pandemie heimgesucht wird, sind Sünde zahlreich und mehr auf dem Weg. Lucifer hat eine Richtlinie namens Leiden hat Bedeutung ausgegeben. We need more sinners and more suffering ASAP. And without torture devices, we ain't gonna make it. Wir brauchen mehr Sünde und mehr Leiden, so schnell wie möglich. Und ohne neue Foltergeräte wird es nichts. Here's my access card. Go wild and build something nice. I gotta get back to the meeting. And fix those damn lights. Hier hast du meine Zugangskarte. Lass deine Fantasie freien Lauf und baue was Nettes. Ich muss zurück zum Meeting und repariere diese verdammten Lichter. Ja, das wollte ich endlich versuchen. Don't worry, my liege. We'll work this out somehow.
suffering and everything will be fine. Der Bob ist wieder hier. Keine Sorge, mein Gebieter. Wir regeln das schon irgendwie. Wir hauen das Leiden hoch und alles wird gut werden. Jetzt wird's hochgeschraubt. Normalerweise muss man Forschungsschritte Gebäude erst erforschen. Aber mit Herr Franks Zugangskarte können wir das überspringen. Ah, zum Glück. Und eine brauchte Toilette sollte ich endlich auch bauen. Baue du die benötigten Gebäude und ich hole Hilfe fürs Licht. Das ist mal ein Vorschlag. Das ist mal eine gute Idee. So, sammle 300 Leute, baue eine Folteranlage mit lauter Musik, baue einen Ofen. Gut, aber zuerst baue ich für euch natürlich Toilette. Und Toilette wird natürlich auf dieser Seite gebaut. Deine Sünde hat sich verlaufen, Willow. Deine Sünde verlor seinen Verstand, allerdings kannst du ihn zurück von seinem Weg in den Limbo holen. Bitte kümmere dich besser um deinen Arbeiter. Ja. So, ich mache dieser Stelle mal einen Halt. Und wie es natürlich weitergeht, seht ihr natürlich im nächsten Video an. Oder besser gesagt, nächstes Mal an. Sammle 300 Leiden muss ich noch machen. Bau- und Folteranlage mit lauter Musik. Und baue einen Ofen. Das kommt natürlich auch das nächste Mal. Ich würde mal sagen, ich fliege weiter durch die Wäsche gehen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschö, Mitte.